ist mal wieder Zeit für die Babyzeit oder die Vaterzeit mit Lars. Wo bist du? Sag mal, nein. Oh nein, haben wir das Gleiche gemacht? Ich glaube, wir haben das Gleiche gemacht. Wo bist du? Bin im Flur. Oh nein, du siehst genauso aus wie ich. Du Kleiner. Yeah. Schau dir das an, wie ich tanzen kann. Schau dir das an. Denkst du, ist es der gleiche Tanz eigentlich? Nee, ich glaube, wir machen schon verschiedene Tänze, weil ich mache nämlich, glaube ich, auch so eine Pirouette. Schau mal hier. Krassen Breakdance, warte. Nee, guck du mal. Zeig mal her. Wow, was geht glaube ich, sogar synchron. Wir können echt sogar synchron jetzt tanzen. Okay, warte mal, lass mal Pause zusammen. 3, 2, 1, jetzt. Oh. Kleiner Synchrontanz. Vater und Sohn sind am Dancen. Ja, aber, ja, ja. Guck, aber ich schwör's dir, ich mache einen anderen Alter, Tanz als du. Alter, deine Beine brechen. Nein, yo, das ist schon der gleiche. Ah, tatsächlich, doch, wir machen echt den gleichen. Als ob die Programmierer sich da irgendwas ausgedacht haben. Oh mein Gott. Okay, also, ich habe übrigens hier den Tag schon gestartet und muss hier erstmal die ganzen Steckdosen erstmal zumachen. Ja, einmal die hier zumachen, einmal die hier zumachen. Und ich mache Babysachen hier mit Mülltonnen. Oh, wer hat denn hier die ganzen Sachen da rumgeschmissen? Müsst ihr erstmal alle Sachen zumachen. Ich steck fest. Das ist gut so, dann hast du nämlich weniger zu... Wer hat das Obst hier wieder in die Toilette reingelegt? Was soll das denn wieder hier werden? Was tust du das, Lars? Apropos, ich will den Vape Beute haben. Nein, hör auf. Jede Folge. Du darfst nicht wieder rauchen. Du rauchst echt jede Folge. Du solltest weniger rauchen. Ja, au! Rauchen ist was für Papa. Oh yeah. Das wird ein dicker Zug. Oh Mann. Oh, jetzt geht's mir nicht so gut. Hast mir gerade einen Teller an den Kopf geworfen. Oh nein, Rauchen ist schlecht. Lass es mal wegwerfen. Oh, mir ist so schlecht vom Rauchen. Oh Gott. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine Runde tanzen. Oh, nee. Dieser Nein. Charakter tanzt einfach mit so einem richtig angewiderten Gesicht. Oh, der tut mir so leid. Oh, nein, jetzt habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Oh nein. Ciao, Dad. Hey, kleiner Sohn. Ich fahr jetzt weg. Hey, guck mal, under construction. Ich glaube, der Außenbereich wird bald übrigens nochmal freigeschaltet nice. Und größer werden. Das sieht cool aus. So, ich muss kurz Alter, ich kann hier nicht mal hochhüpfen. Ich bin zu klein. Ich muss kurz an den kleinen Früchtebaum gehen und ein paar Früchte essen, ne? Weil von diesem ganzen Rauchen geht es mir immer so schlecht. Und wir können tatsächlich nochmal das neue Item auschecken, ne? Weil es gibt nämlich ein neues Item, Lars. Das müssen wir ausprobieren. Aber wir müssen es davor finden. Oh mein Gott. Wo bist du? Wo Was bist du? Mit dem wo bist Hund du? Passiert? Ich habe dem Hund aus Versehen eine Gabel in den Hintern geworfen. Sag mal, geworfen. Du hast dem Hund eine Gabel in den Hintern geworfen? Oh nein, der Arme. Was ist denn? Oh. Was ist da passiert, der Arme? Ich habe dir die Gabel in den Bauch gesteckt. Aua. Hey, hör mal auf hier, das ist nicht kein Spielzeug oder sowas. Hier. Ey, gib mal. Alter, jetzt hängt die Gabel im Hund. Ah, nee, doch nicht ganz. Wow. Wow. Okay. Nimm mal den Hund mit. Wir müssen nämlich was Besonderes machen. Wir haben warte, keine Zeit. Komm, ich zeig dir mal was. Es gibt nämlich irgendwo ein neues Update. Und zwar gibt es A, mehr Salatschüsseln überall. Ja, das heißt, wir haben also mehr solche Früchte hier überall auf ich der ganzen Welt verteilt. Tot. Oh, dann komm her, warte. Schnell! Pick up. Oh, yo, warum kümmerst du dich denn nicht um deine Versorgung? Pass auf, du musst in diesem neuen Update. Aua! Muss man übrigens jetzt aufpassen. Alter, was hast du da? Hör auf! Was hast du da? Ist das ein Pömpel, Mann? Hör auf, ja, mich mit dem Pömpel anzugreifen. Hey. So, ne Mann, ich möchte dir nochmal hier kurz was sagen. Und zwar, ich bin hier der Vater in diesem Haus. Okay, gut so. Also, es gibt hier ein neues Item und das müssen wir eigentlich suchen. Es gibt nämlich jetzt eine Plastiktüte. Und wie jeder weiß, sind Plastiktüten eigentlich sehr gefährlich. Besonders für Kinder. Deswegen müssen wir als Vater dafür sorgen, dass unser Sohn diese Plastiktüte nicht finden kann. Also deswegen gucke ich mal kurz die ganze Küche durch. Au! Eier. Aua! Hey, machen wir die Spülmaschine. Hey, aber ich glaube, das hier ist auch neu, ne? Guck mal. Was ist neu? Diese Flasche, die Babyflasche. Guck mal, er ist eingeschlafen. Super, dann haben wir nämlich mehr Zeit. Weil die Milch, die sorgt nämlich dafür, dass du einschläfst als Baby. Deswegen, das ist eigentlich ein Kontra-Item für dich. Oh, und ich esse jetzt erstmal diesen Lollipop. Yeah! Woohoo! Oh yeah! Erstmal eine Runde joggen, habe ich gehört. Ich glaube, ich jogge jetzt erstmal um das Haus herum, Mann. Wo bist du, Lars? Ich glaube, ich bin laktoseintolerant, weil ich gerade eine Milch gegessen habe. Ich glaube auch. Ah, ich habe sie gefunden, Lars! Daisy, Plastic Bag. Pick up. Alter, wie lange bin ich denn aufgepustet, Mann? Oh, ich kacke hier alles voll. Hast du dich komplett aufgepustet? Oh, da bist du ja.
Was geht hier ab? Du bewegst dich so ganz komisch. Ja, ich kann. Oh, jetzt. Oh, da bist du ja. Nice. Hey, guck mal, warte. Ey, die geht's, glaube ich, nicht so gut. Warte mal. Ich muss mal kurz ein bisschen Früchte. Ich schmeiß mal kurz hier die Tüte hin. So, und du kriegst von mir ein paar Früchte gefüttert. Hier, mein Sohn. Nochmal eine Banane. Du musst aber auch ein paar essen. Du bist ganz schön grün. Ah, ja, stimmt. Ich muss echt eine essen. Ess mal einen Apfel. Ding. Ach ja, ein guter Apfel. So, jetzt pass auf. Komm, ich komme auf deine Stufe. Hier, das ist das neue Item, Mann. Kannst du das irgendwie benutzen oder so? Oh, jetzt bist du drauf. Hä, bist du drauf ausgerutscht gerade? Nee, ich bin auf meiner Kacke ausgerutscht. Kannst du das irgendwie. Oh, du hast dir nicht meinen Kopf gezogen! Was? Oh nein! Hä? Erstickst du jetzt gerade? Ich kann gar nichts machen! Ich kann nichts machen! Ich hab sie weggemacht. Oh, Alter, das war richtig knapp. Da geht die Luft weg. Oh, was? Du hast dann gar keine Luft mehr? Das heißt, aber kannst du das jetzt nochmal verwenden, sozusagen? Ich hab Angst. Alter, meine schlimme Tüte, Mann. Okay. Ciao. Hey, was passiert? Dann wirst du da jetzt eigentlich lila oder sowas? Ich krieg jetzt so eine dunkle Lunge. Mach weg. Oh, du hast es gegessen. Oh, nice. Du hast es aufgegessen, Mann. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Batterien für heute Mittag. Nein, du nimmst jetzt gar keine Batterien für heute Mittag. Hey, geh da raus, Mann. Du darfst da nicht rein. Hör mal zu, Alter. Nein, ich hab's sogar eingeschaltet. Ah, wie schaltet es aus? Let's go! Oh, Mama. Oh nein, jetzt habe ich Seife getrunken. Du kommst da jetzt wieder raus. Mein Sohn, Mann, hör auf, da drinnen zu tanzen. Du darfst da drinnen nicht tanzen. So, mach jetzt hier erstmal. Ich komme nicht mehr raus. So, jetzt wird hier erstmal ein bisschen was gelöscht. So. Hier gibt's nichts mehr. Hier, oh, richtige Sauna jetzt. Oh, das jetzt geht hier. Auch jetzt. Guck mal, jetzt kannst du hier in den Mülleimern. Oh Gott. Das geht jetzt auch, guck mal hier drinnen. Echt? Das ist der kleine Mülleimer, den kennen wir auch noch gar nicht. Der hat nichts mehr gebracht. Oh. Der hat nämlich auch nichts gebracht vorher. Hey, du hast das Fenster da auch hier rein? Ich glaube auch, dass du da rein kannst. Aber wir lassen das. So. Oh nee, wie sieht denn die Küche wieder aus? Oh, hä? Ich habe einfach gerade... Was war das denn? Ich habe gerade einen Herzinfarkt im Stehen bekommen. Das ist aber neu. Normalerweise liegt man da immer. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Cola. Ich hab gesagt, du darfst keine Cola trinken. Das muss ich mal so aufpieksen. Hey, auf. Hey. Wo bist du denn? Warte mal, kann ich dich mit dem Pömpel und dem Auto? Hey! Oh! Alter, ich hab dich! Oh, ich hab dich am Pömpel. What? Schieß mich mal in die Luft. Oh nein, du hast den Pömpel kaputt gemacht. Da, schau. Ey, du hast ihn gegessen. Hallo. Ich nehme einfach mal ein paar Pillen. Ich hab ein paar Pillen gefuttert. Nimm nicht einfach irgendwelche Pillen. Jetzt darfst du... Ey, warte mal. Spät. Nur noch eine Minute. Hör auf, die ganze Zeit Pillen zu nehmen. So, du kriegst jetzt erstmal von mir was zu essen, damit du gesund bleibst. Kriegst einen Schluck Soda. So, du kriegst nur Wasser. So, ich sorg dafür, dass du Wasser bekommst. So. Oh, guck mal, das. Alter, was ist das denn? Spoiled Chicken? Das hier ist einfach so vergammeltes Hühnchen. Guck mal, was passiert, wenn du das vergammelte Hühnchen isst? Oh mein Gott, ich hab so ein Huhngeräusch gemacht. Ja, Mann, du hast gerade eben so. Oh, Alter, du bist richtig grün geworden. Okay, warte, hier, nimm mal die Kerze hier. Oh nein, warte mal, gleich brennt, glaube ich, die ganze Bude. Oh, warte, ich muss dir jetzt wieder. Hey. Oh nein, du hast nur noch 35 Leben. Hier, ess mal diese Limone, die macht lustig. Die ist gut gegen Skorbut. Oh. Nein, warum ist denn... jetzt habe ich das vergammelte Hühnchen, das vergammelte Fleisch da gegessen. Wo bist du? Hier, iss mal diese Käse. Nein. So, und jetzt kriegst du noch... Alter, ich kann nicht... Game over, you win! Oh, du hast überlebt. Ich habe als Vater endlich mal gewonnen. Endlich. So, jetzt möchte ich mal hier das Update abchecken. Papa? Ich bin's. Oh nein. Nein! Du hast sogar einen Schnauzer. Oh nein! Ich hab mein... Au! Hey! Wo ist mein Ladekabel? Nee. Das ich hab die halbe Kücheneinrichtung weggedreht. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr. Ich will auch meinen Schnauzer sehen. Nö, ich gehe jetzt in den Ofen, das ist mir egal. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ey, hören Sie zu. Oh, ich gehe da jetzt rein. Das ist mir egal. Ich hab dich doch da reingeschmissen gerade, oder? Ich nehme jetzt die Pfanne hier. Oh, ich hab einen Baseball. Guck mal hier. Guck mal, genau. Ich hab's. Du stehst richtig, wenn das Licht angeht. Aua! Oh, mach mal alle an. Hot. Ganz schön heiß. Da brauche ich erstmal ein bisschen Fidschi auf die Schuhe. Hey, hören Sie mal. Ey, hör auf hier die ganze Zeit zu rauchen. Du bist ja ein schlechter Vater. Ich probiere das jetzt mal mit der Dings aus. Mit der Tüte. Oh yeah, das neue Tüten-Update. Wo bist du?
Das sage ich dir nicht. Dort, wo ich die Tüte gefunden habe. Und du weißt nicht, wo die Tüte ist. Aber ich werde die easy finden jetzt locker. Oh nein, ich hab nicht mehr. Was ist das da? Das sind diese Bohnen, gell? Davon muss man. Oh nein. Oh, nö. Ah, ich bin auf deiner Kacke ausgerutscht, Mann. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich wollte das gar nicht haben. Oh Gott. Da hatte ich aber gerade einen kleinen Furz, der da drin gesteckt hat. Und was ist eigentlich mit dieser hier? Story. Oh, what the bitch? Was ist denn hier? Oh, wow, ich muss da unbedingt raus. Diese Truhe ist so richtig. Alter. Warte mal, das muss man mal ausprobieren. Komm ich da raus? Hier ist keine Tüte, hier ist nur ein Schwimmring. Diese Truhe ist richtig buggy sogar. In welchem Vorratsraum? Oh, hä? Was ist denn jetzt los? Ich bin einfach in dieser Truhe drin. Ich bin in dieser Truhe hier gefangen. Ey! Oh, what? Wo hast du denn diesen Schwimmring? Ich gehe ein bisschen schwimmen. Bist du immer noch da drin, ne? Ich schätze dir, du siehst so komisch aus. Du bist der komischste Vater, den ich jemals gesehen habe. Mit so ein bisschen Ketchup hier. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte eigentlich nur... Oh, zum Glück hast du das Raucheding nochmal liegen lassen. Oh yeah. Nice. Ich hab das Rauchding gegessen. Das wäre voll nice. Du kannst es mit glaube ich, essen. Oh, ich glaube, mir ist ganz schön schlecht. Dein Sohn hat nur noch 11 Leben, Lars. Das war's eigentlich. Ich kann nichts mehr machen. Bei mir ist es verbuggt, das Spiel. Gib mir die Tüte. Alter, was war das denn gerade? Ich habe gerade voll den Parcours gemacht, Mann. Lassen Sie mich bitte in Ruhe mit diesem Staubsauger. Das macht voll Spaß mit der Dings. Mit der Staubsaugerkanone. Oh mein Gott, jawohl, hier ist die Tüte. Hast du die Tüte gefunden? Hä, hier ist aber auch eine, hier sind zwei. Hast du zwei sogar? Oh. Ja, Mann. Nice, und wie macht man das jetzt? Du bist einfach hingegangen und dann Pickup. Oh mein Gott, ich hab's über dem Kopf. Oh, was? Stopp, ey, ich krieg dich nicht. Die Lunge verändert sich, die wird dann so schwarz, gell? Huh. Hey, das hat gerade voll Spaß gemacht. Lass mal. Kleiner Junge, du. Oh nein, ich hab die gegessen. Hier ist noch eine größere. Ich wollte sie nicht essen. Hier ist so eine Mülltüte tatsächlich. Ey, es regnet draußen. Draußen ist es so kalt. Und ich stehe in meiner Windel. Wie kommt man eigentlich als Baby da? Oh, Junge! Alter! Was hast du gerade gemacht? Du bist ja direkt losgefahren und hast im Highspeed. Der ist einfach im Highspeed gerade rausgefahren. Da drauf erst mein Lutscher. Das sieht voll cool aus. Guck mal. Juhu. Hundi, wir gehen da rein. Ja. Oh, was? Hör auf. I'm a burning man. Hörst du das? Guck mal, Hundi kann bellen. Hey, du hast die Tüte aufgegessen. Nein. Irgendwas stimmt mit Hundi nicht. Hundi. Nee, wir haben keine Tüte mehr. Wenn es dir gut geht, blinzel einmal. Oder mach gar nichts. Mach nichts, Hundi. Ah, er hat nichts gemacht. Okay, dann wissen wir, wie die Tüte jetzt funktioniert. Haut rein, Leute. Ciao.